Und ich habe 4000 Seelen verloren. Das ist nicht viel, aber es ist etwas. Und sie vergiften mich natürlich gleich wieder und machen Blutung und töten mich. Genau. Seht ihr? Und wieder 1100 Seelen über den Jordan. Und ein Menschenbild umsonst benutzt. Ja. So, du spring. Ja, und scheinbar, wenn wir in die Richtung gehen, kommt nur der eine. Der andere kommt erst, wenn wir in die andere Richtung gehen. So, du weg. So, der ist tot. Und der andere kommt wirklich erst wahrscheinlich jetzt gleich hoch. Ja. So, da musst noch du weg. Und du weg. So, hier unten sind wir einigermaßen sicher, dass ich mich mal kurz heilen kann. So viel dazu, dass ich mich kurz heilen kann. So. Vase kaputt machen. Jetzt schnell wieder um die Ecke rennen. So, das hat mich leider getroffen. Genau, wenn sie die Attacken machen, die ich unterbrechen kann, dann ist es gut. So, jetzt bist hier du wieder das Problem. Du hast mich nämlich vorhin getötet. So, Rache. Lügner voraus. Ja, die Wand sieht ein bisschen komisch aus. So, jetzt können wir hier die Abkürzung aufmachen. Mehr oder weniger. Und können... Wo ist der Hebel? Hier kurz hochziehen. Also erstmal können wir kurz nach da oben gucken. Ob hier oben was liegt. Hier ist auch was. Du bist keine Mimik. Wow. Du machst allerdings Bumm. Ja, hier ist das Mirror-Schild versteckt gewesen. Au. Heilung. Hier einmal ziehen, bitte. Ich bin froh, wenn wir aus vom Peak raus sind. So, göttlicher Segen und eine stolze Ritterseele. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell wie möglich hier an die Stelle kommen, bevor wir von dem Lift hier zermatschkert werden. So, dankeschön. So, dann boxen wir uns mal kurz hier durch. Auf die Balustrade. Ein Einfallspinsel gewürzt, das brauchen wir noch nicht. Schalten ihn hier mal aus. Und jetzt kommt Mann voraus. Ja. Den haben wir nämlich von da oben aus gesehen, wo die Feuerballschmeißerin haust. Versuchen Verzweiflung. Ja, dieser Typ hier ist sehr, sehr sonderbar. Also nicht nur, dass er da steht mit verschränkten Armen und mit dem Fuß rumtappelt. An der Stelle benutze ich allerdings dann mal
Ja, die kleinen Seelen, die ich hier habe. Ich brauche so um die 5000 Seelen nämlich jetzt. So, das dürfte reichen. Hallo, du. Shush. You idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah. Nein. Why else would you be here? Weil es Spaß macht. Written all over it. Ich bin schon oft genug gestorben. Ja. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep. I'm trying to help you, you know. Er ist definitiv. No downright rude, really. I've got a soft heart, so. I let you off. This once. Ja, ich möchte von dir eine Leiter kaufen. It'll be just a moment. Er ist nämlich ein Leitermagier. Genau, er holt eine Leiter aus dem Nichts. Irgendwo hoch. Bewegt sie 2 Meter und lässt sie dann wieder ab. Tada, Leiter. Ah, go on ahead. I won't offer this deal twice. Mhm. Oh, what is it? What do you need now? Huh? Was braucht ihr denn jetzt? Ja, er hat nämlich erstmal eine Geste für uns. Kniefall, warum auch immer. Have you heard? Well, apparently there's this monster lady, right? And the poison, well, does wonders for her body. You know, health and beauty and that sort of stuff. And I thought only human women were so petty. Du hast sie wohl schon gesehen, ha? That creature. She was human once, you know. Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate and sought eternal beauty. Hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Mm-hmm. Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago. When this very land was called something else. We say Dranglik now, but countless kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burned. Ja, also er hat dasselbe gerade eben gesagt wie die Erzsteinhändlerin, nämlich dass Dranglik früher einen anderen Namen hatte. Aber den weiß auch wieder keiner mehr. Ist das jetzt euer verdammter Ernst? Warum muss jetzt ein Finstergeist kommen? Warum muss ich jetzt invasiert werden? Vor allem, wo kommt er bitte? Ja, das ist nervig. Vor allem weiß ich gar nicht, was für ein Typ das ist. Der mich da invasieren will. Ah, von da wird er wahrscheinlich eher nicht kommen. Oder?
Von oben, von unten. Da ist er. Achso, ups, das war falsch. Das war auch falsch. Warum auch immer ich gerade die Waffe gewechselt habe. Er scheint aber ein komischer Kauz zu sein, auf jeden Fall. Kommst du wieder hier runter? Ich heile mich mal kurz. Auch wenn das normalerweise so unfair ist. Wow. Na komm. Gut, weißt du was? Ich hasse ihn. Das Problem ist, ich komme nur so an ihn ran. Nur indem ich die blöde Leiter hochklettere. Zum Glück hat er aber nicht ewig Zauber. Ah. So. Erwischt. Edge Badge. Na dann komm, bin ich mal so nett und tue dir gefallen und komm hoch. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, hä? Tja. Eindringling verbannt. So ein Troll. Katana-Menzer. Ja, das war ein Spieler übrigens, der mich da invasiert hat. So, darf ich bitte zurück zu ihm hier? Ach, what is it? Ja, Leiterbauer Gilligan. God's all. I'm not going to die in this dump. Wir werden nicht auf dieser Müllhalde sterben, ja? God, I... So, das Eigentliche, was ich von ihm will. Er ist nämlich Händler, hauptsächlich Ramschhändler, wie man hier an den kaputten Sachen, also eine Peitsche, Krallen, eine Keule, ein Holzschild sieht. Und auch an der Diebesausrüstung. Was mich allerdings interessiert ist... Oh, seit wann ist denn das Ding so teuer? Ist seine Leiterminiatur. Die muss ich nämlich jetzt kaufen. These deals, they won't last forever. Genau, wie er gerade nämlich sagte, diese Deals gelten nicht ewig. Das ist nämlich meine einzige Chance, sie so billig zu kaufen. Ich glaube, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ist das Ding doppelt so teuer und bleibt auch doppelt so teuer. So, und hier kann ich jetzt einen Wahrheitsverkünder und ein glitzerndes Titanit abstauben, was gut ist. Einen Wahrheitsverkünder mehr zu haben. Den möchte ich auch behalten. So. Ich bin das Trollphantom losgeworden. Ich habe jetzt die Leiterminiatur. Ich habe die Leiter von ihm. Da gibt es nur noch den einen Weg. Nämlich in Richtung der Feuerschmeißerin hier. Genau. Dafür muss ich einfach nur hier hochklettern.
Lügner voraus. Ja, hier unten steht nämlich Pate. Mit Pate kann ich gleich reden, wenn ich mich um den da gekümmert habe. So. Beziehungsweise, wenn ich mich auch noch um die hier gekümmert habe. Da steht nämlich noch eine zweite von der Sorte. Wow.